Moscow, April 1961. Zur Vorbereitung eines Raumfluges gehören viele Dinge. Man muss sich mit den Systemen der Raumstationen des Raumschiffes beschäftigen, mit den Experimenten und natürlich sich körperlich fit machen. Hier sind die ESA-Astronauten Thomas Reiter, Christoph Vogelsang und Pedro Duque und natürlich auch meine Wenigkeit, mein Name ist Ulf Merwold, dabei im Sternenstädtchen zu trainieren. In Russland findet das körperliche Training unter Anleitung erfahrener Sportlehrer statt. Zweimal die Woche, jeweils für 2 Stunden. Es gibt sehr moderne Trainingseinrichtungen, auch wunderschöne Joggingstrecken im Wald, ein Schwimmbad, auch eine Sauna, wie das in Russland sich gehört. Wir vier Astronauten aus den Mitgliedsländern der ESA sind sehr warmherzig aufgenommen worden in der Kantine des Sternenstädtchens, in der die russischen Kosmonauten auch zu Mittag und zu Abend essen, fanden wir immer einen gut gedeckten Tisch und nicht nur gute Küche, sondern eben auch viele Kontakte mit russischen Kollegen. Untereinander sprachen wir dort in der Regel Englisch, denn die russische Sprache hat uns am Beginn zumindest mal doch Mühe gemacht, mit unseren russischen Kollegen allerdings natürlich Russisch.
Right. So, I mean, either you do a lot of bad things with sun, then you. Some good. But if you stop doing that, those bad, then you do bad. Das Sternenstädtchen, die russische Trainingseinrichtung für alle Kosmonauten, liegt etwa 45 Kilometer außerhalb Moskaus in nordöstlicher Richtung in einem sehr schönen großen Waldgebiet. Es ist selbst eine richtige Stadt mit vielen großen Wohnhäusern, den Trainingseinrichtungen, Kultureinrichtungen mit einer Post und Läden. Die ESA hat uns, wie man hier schön sieht, Fahrräder bereitgestellt, um uns etwas die Zeit zu verkürzen, um von einer Einrichtung zur anderen zu gelangen. Ein ganz besonderer Teil des Trainings, besonders interessanter Teil, ist das Training zum Ausstieg aus der Raumstation Mir in den freien Weltraum. Das geschieht in einem großen Wasserpool, ein 10 Meter tiefes Schwimmbad, wenn Sie so wollen, in das man ganze Teile der Station absenken kann, mit Raumanzügen, die nur ganz geringfügig modifiziert wurden, um im Wasser zu funktionieren, ähnlich wie die Anzüge von Tauchern. Der Astronaut, der einen solchen Raumanzug Orlan anzieht, im Training oder auch während des echten Ausstieges, muss in diesem Anzug gekühlt werden. Und deswegen sind in die Unterwäsche hier Schläuche eingearbeitet, die die Körperwärme eines Astronauten abführen. Der Anzug selber ist eigentlich weniger ein Anzug, sondern eher ein Schrank, in den man von hinten hineinsteigt. Das mittlere Teil, einschließlich des Helmes, ist aus hartem Metall. Nur die Arme und die Beine sind aus Stoff und beweglich. Im Moment wird das Kühlsystem in der Unterwäsche mit der Umwälzpumpe im Raumanzug verbunden. War das Sternenstädtchen früher eine hochgeheime Einrichtung Russlands, so ist es heute international geworden. Hier verabschieden wir uns von unseren Freunden und Kollegen. Ich zum Beispiel von meinem amerikanischen Kollegen Bill Reedy, mit dem ich 92 mit dem Shuttle im Weltraum war. Meine russischen Mitflieger von ihren Frauen. Hier Valentina Tereshkova neben unserer Bordingenieurin, der Elena Kandakova. Valentina Tereshkova ist die erste Frau, die überhaupt im Weltraum war. Es ist für alle Beteiligten eine doch emotionale Szene. Immerhin bricht eine Besatzung mit ihrem Flug in den Weltraum an die Grenze des heute technisch Möglichen auf. Und es ist natürlich nach wie vor etwas Außergewöhnliches, auch nicht ganz frei von Risiken. Sascha Viktorenko mit seiner Tochter. Und hier steht das Flugzeug, das uns nun aus dem Herzen Russlands zu unserem Startpunkt nach Kasachstan fliegen wird.
Mit im Flugzeug saß Sigmund Jähn, der erste deutsche Kosmonaut, der schon im Jahre 1979 mit den Russen zur damaligen Raumstation Saljut geflogen ist. Interessant für einen Deutschen ist, dass Jähn und ich in großer Nähe, in weniger als 50 Kilometer Abstand in die Schule gegangen sind und groß geworden sind. Die russische Raumfahrt wird von militärischen Traditionen dominiert, obgleich sie heutzutage Zivilisten offen steht. Kasachstan empfing uns mit herrlichstem Oktoberwetter. Der Bus brachte uns vom Flugplatz zunächst in unser Quartier und von dort schließlich zum Kosmodrom, von dem wir dann einige Tage später in den Weltraum starten sollten. Auf diesem Kosmodrom gibt es ein kleines Museum zu besichtigen mit Gegenständen aus den Anfangsjahren der russischen Raumfahrt. Elena Kandakova und Sascha Viktorenko, unser Kommandant, wurden vom Museumsdirektor gebeten, das Gästebuch zu signieren. In diesem Hause hier ergriff uns doch alle die Ehrfurcht, denn in diesen Mauern hat der erste Mensch, der in den Weltraum gestartet ist, Juri Gagarin, auf seinen Start gewartet. Im Jahr 1961 ist das, weiß Gott, eine sehr mutige Tat gewesen. Mit Juri Gagarin begannen die Russen eine Tradition. Sie pflanzten nämlich um das Kosmonautenquartier Bäume, die inzwischen zu eindrucksvoller Größe herangewachsen sind. Im Quartier selber kommen die Kosmonauten oder Astronauten nicht zur Ruhe. Die körperliche Vorbereitung auf den Start geht lückenlos weiter. Hier wird die Toleranz trainiert für die Umverteilung des Blutes aus den unteren Extremitäten in den Kopf und in den Oberkörper. Denn in der Schwerelosigkeit des Weltraums wird Blut in größerer Menge, in etwa 2 Litern, im Körper neu verteilt. Dieses ist ein Simulator, auch in Kasachstan befindlich, mit dem die russische Besatzung auf das Andocken von Hand weiterhin trainiert werden kann. Das hat sie natürlich im Sternenstädtchen viele, viele Stunden trainiert, aber auch die letzten Tage vor dem Fluge werden genützt, um diese Fähigkeiten nicht zu erhalten, sondern zu verbessern. Im Kosmodrom selber wird natürlich das Raumschiff Soyuz mit der Soyuz-Rakete zusammengebaut. Bevor dieser Zusammenbau beginnt, wird uns die Gelegenheit gegeben, unser Raumschiff zu inspizieren, um sich um uns selbst von seiner Flugfähigkeit zu überzeugen. Sascha Viktorenko, unser Kommandant, steigt als erster ein. Es wird sehr viel Sorgfalt geübt. Die Ingenieure tragen Mundschutz, um keinen der Flieger mit irgendeiner Erkältung zu infizieren. Dem dient auch die generelle Quarantäne, in der wir hier mit den allernächsten Angehörigen die letzten Stunden vor dem Start verbringen. Так, значит, вся группа сейчас в зал. Я проведу совещание, потом расскажу, как будет. Jeder Kosmonaut, der geflogen ist, pflanzt traditionell einen Baum im Park um das Quartier der Kosmonauten.
Jedem Flug in den Weltraum geht voraus, dass die Rakete auf die Startplattform gestellt werden muss. Immerhin ein 300 Tonnen schweres Ungetüm. Mithilfe eines speziellen Eisenbahnwagens wird die Rakete aus der Integrationshalle heraus auf die Startplattform transportiert. Es übernehmen die sogenannten kosmischen Truppen, eine Waffengattung der russischen Streitkräfte, die Rakete aufzustellen. Das gelingt sehr schnell. In weniger als 2 Stunden steht sie aufgerichtet da. Die Plattform ist sogar diejenige, von der am 12. April 1961 Juri Gagarin gestartet ist. Die Besatzung in den Quartieren verlässt ihre Zimmer. Es ist Tradition, an die Tür den Namen und das Datum zu schreiben. В общем, 3-4, 94, 3-10. Inzwischen war es Abend geworden, als wir unser Quartier verließen, um den Bus zu besteigen, mit dem wir zum Kosmodrom hinausfahren würden, von dem nun die Reise zur Raumstation Mir anfangen sollte. Im Bus denkt natürlich jeder, ob er gut trainiert hat, um mit allen Eventualitäten, die eintreten könnten, auch fertig zu werden. Elena hatte noch ihren Mann dabei, Valeri Ryomin, der wahrscheinlich recht gut versteht und verstehen konnte, wie es ihr zumute ist. Er war selbst 288 Tage im Weltraum. Draußen im Kosmodrom zogen wir Raumanzüge an, die sichern jedem das Leben, selbst in dem Fall, dass das Raumschiff beim Aufstieg in die Leere des Weltraums seine Luft verlöre. Sie dienen also unserer Sicherheit. In einem nachgebauten Sitz wird jeder geprüft, ob sein Raumanzug den Druck hält, dicht ist. Wie nicht anders zu erwarten, war das allerdings bei uns allen der Fall. So können wir dem General Ivanov, einem 4-Sterne-General der kosmischen Truppen, hier melden, dass wir startklar sind und einsatzbereit für den Flug zur Raumstation Mir. In den Köfferchen, die wir hier mit uns tragen, ist nichts anderes als ein Gebläse und eine Batterie, die diesen Motor mit Strom versorgt, um uns im Anzug kühl zu halten. Mit dem Sascha Viktor Renko hatte ich eine Erfahrung gemeinsam. Wir waren schon vorher im Weltraum geflogen. Insofern war uns beiden nicht fremd, diese ambivalente emotionale Mischung aus freudiger Erwartung, dass es nun endlich losgeht, und natürlich auch das Wissen, dass von den 300 Tonnen, die unsere Soyuz-Rakete wiegt, mehr als 90% ziemlich brennbar sind. Aber am Ende überwiegt doch immer die Lust auf das Neue, die Freude am Entdecken. Ich war
sehr gespannt darauf, was mich auf der Raumstation Mir in Kürze erwarten würde. Denn bis zum heutigen Tage haben nur die Russen eine Raumstation. Und sonst auf der ganzen Welt niemand. Die geballte Kraft von 20 Raketenmotoren, die alle gleichzeitig laufen, liefert uns 400 Tonnen Schub. Es geht rasant nach oben und zwar mit zunehmender Beschleunigung. Nach 8,5 Minuten ist man mit dem Dreifachen des normalen Gewichtes in den Sitz gedrückt. Dann schalten die Motoren schlagartig ab. Hier sieht man das Annähern an die Raumstation Mir. Der aktive Teil ist die kleine Soyuz-Kapsel, die sich hier der Mir-Station nähert, um mit etwa 25 Zentimeter pro Sekunde Geschwindigkeit anzudocken. In letzter Konsequenz ist eine Raumstation eine Maschine. Sie muss funktionieren, damit Menschen dort leben können. Deswegen ist es nötig, die Raumstation Mir ständig zu warten, ihre elektronischen Bauelemente zu reparieren, ihre mechanischen zu reparieren. Dazu stehen die sogenannten Prozeduren zur Verfügung, die Bücher, die die Anweisungen enthalten für solche Arbeiten. Valeri Poljakow und Elena sind hier gerade dabei, eine Elektronik zu reparieren, mit der ein Laufband kontrolliert wird, eine Einrichtung des sportlichen Trainings. Das ist ganz wichtig, um fit zu bleiben. Die Experimentatoren erwarten sich wissenschaftliche Daten und es werden deswegen unter anderem auch Experimente durchgeführt, die nicht nur angenehm sind. Zum Beispiel wurde uns die Frage gestellt, wie der menschliche Organismus das Blutvolumen reguliert. Die Antwort liegt darin, Hormone zu untersuchen, die im menschlichen Blut sind, und dazu
müssen sich dann die Astronauten selbst oder mit Hilfe ihrer Kollegen Blutproben entnehmen. In meinem Falle hat mir Valeri Poljakow geholfen, ein berühmter Mann, seines Zeichens Arzt. Er ist in die Annalen der Raumfahrt als der Rekordflieger eingegangen. Insgesamt hat er auf diesem Flug 438 Tage ohne Pause auf der Raumstation Mir gearbeitet und gelebt. Ein wundervoller Mensch, immer fröhlich und vergnügt, von heiterstem Gemüt. Und hier können Sie sehen, was man eben sonst auch noch in der Freizeit unternehmen kann, welche Spiele man spielen kann, die unten auf dem Erdboden eben nicht möglich sind. Man kann Magnete im Magnetfeld der Erde kreiseln lassen, freischwebend. Diese sind allerdings wissenschaftliche Untersuchungen und keine Spielereien. Hier wird das Gleichgewichtsorgan des Menschen in Schwerelosigkeit getestet. Auf der Erde haben wir nicht nur das Auge, um eine Abweichung vom aufrechten Stand zu registrieren, sondern im Ohr das sogenannte Vestibularorgan, das allerdings in dieser völlig ungewohnten Umgebung des Weltraums, in der Schwerelosigkeit nämlich, versagt. Und deswegen ist man bei geschlossenen Augen auch völlig orientierungslos. Einen gewissen Teil der knapp bemessenen Zeit jedes Tages braucht die Besatzung für die Hygiene, für das Waschen, das Zähneputzen, auch dafür, das Raumschiff einigermaßen sauber und in Ordnung zu halten. Vieles funktioniert in der Schwerelosigkeit natürlich anders, als man es gewöhnt ist. Beim Zähneputzen zum Beispiel haben wir verschiedene Techniken entwickelt. Das eigentliche Putzen der Zähne mit der Zahnbürste ist dasselbe. Aber wie werde ich diesen Schaum los? Das kann ich so machen. Ich kann auch einfach herunterschlucken. Auch da passiert überhaupt nichts Schlimmes. Das empfiehlt sich immer dann, wenn die Zeit knapp ist. Das ist die eigentliche Toilette. Das Urinal funktioniert nach dem Prinzip des Staubsaugers. Und hier das eigentliche Klo. Auch hier sorgt ein kräftiger Gebläsemotor dafür, dass in den Fäkalientank Luft transportiert wird. Auf die Weise gelangen die Fäkalien in einen kleinen Plastikbeutel, den man in diese Weltraumtoilette einsetzt. Das System funktioniert hervorragend. Man schließt nach getanem Geschäft den Deckel und dann wird der Motor abgeschaltet. Das Rasieren kann man nass oder trocken machen. Fliegt man mit einer Frau, wie wir das Glück es hatten, ist es natürlich angezeigt, die Bartstoppeln jeden Tag abzukratzen. Hier eine Besatzung der Raumstation beim gemeinsamen Essen. Suppe kommt gefriergetrocknet in diesen Beuteln an Bord.
Man muss dann eine auf dem Etikett angegebene Wassermenge zuführen. Backwaren, ganz normal, wie auf der Erde auch, aus der Kekspackung. Die Suppe wird dann mehr oder weniger wie aus einem größeren Strohhalm gegessen. Genauer gesagt getrunken, müsste man sagen. In meinem Fall waren deutsche Wissenschaftler daran interessiert, genau darüber Buch zu führen, wie viel Kalorien und insbesondere welche Mahlzeit mit wie viel Salz ich täglich zu mir nehme. Deswegen wird hier genau Buch geführt und registriert, was ich gegessen habe. Allerdings in der heutigen Zeit mit einem kleinen Computer. Für die bevorstehende Rückkehr zur Erde muss man sich darauf vorbereiten, dass nun bald die Schwerkraft wieder auf den Körper einwirken wird. Das bewirkt, dass das weniger gewordene Blut aus dem Oberkörper nach unten gezogen wird. Damit es niemand schwarz vor Augen wird, zieht man diese eng geschnürten Hosen an, die wie so eine Bandage die Beine etwas einschnüren. In Schwerelosigkeit ist es möglich, dass ein leichtes Mädchen zwei schwere Jungs mühelos nach oben hebt. Hier sahen Sie den Beweis, unsere Elena, den Valeri Poljakow und mich. Jeder Raumflug hat sicherlich zwei Höhepunkte, nämlich den Start und diesen Moment der geglückten Landung. Auf Dauer ist nur das Leben auf dieser Heimaterde ein Leben mit hoher Qualität. Und deswegen ist es für jede Besatzung wichtig, nach getaner Arbeit gesund und wohlbehalten dorthin zurückzukehren. Die kleine Soyuz-Kapsel ist eng. Es macht Mühe, sich aus dieser Dose zu befreien. Ich sagte schon, dass die Schwere nun auf das Blut einwirkt, es nach unten zieht. Theoretisch gibt es ein Risiko, dass es jemand schwarz werden könnte. Deswegen sind die Ärzte angewiesen, jeden einfach festzuhalten, um sicher zu sein, dass nicht jemand im letzten Moment noch umfällt und sich womöglich wehtut. Ich wusste, was auf mich zukommt. Mir ging es in dieser Situation sehr gut. Es ist wichtig, viel zu trinken. Und es ist auch eine große Hilfe zu laufen, weil allein durch das Betätigen der Beinmuskulatur Blut in den Oberkörper zurücktransportiert wird und mit jedem Schritt geht es besser. In diesem improvisiert aufgestellten Zelt werden die Raumanzüge abgelegt. Die Hubschrauber, die hier bereitstehen, flogen uns dann von unserem Landeplatz in die kasachische Stadt Erkalik. Dort wartete ein ganzes Empfangskomitee um den Juri Malenchenko, meinen kasachischen Mitflieger Talgat Musabayev und natürlich mich zu begrüßen. Traditionell, wie es dort üblich ist, mit Brot und Salz. Unmittelbar nach Rückkehr von der Raumstation Mir wurden uns hier kasachische Ornate angelegt. Alle Reden wurden in drei Sprachen gehalten, in Kasachisch, Russisch und sogar in Deutsch. Denn in Kasachstan leben immer noch etwa 1 Million Deutsche.
Und deswegen ist Deutsch eine offizielle Landessprache. Дорогие друзья, теперь мы всегда будем рады. Арколы для вас открыты. С вами встречи. Unsere Familien warteten in Moskau. Doch bevor wir das Flugzeug dorthin besteigen konnten, wurden noch Nationalhymnen abgespielt. Dann schließlich erfolgte die Reise aus Kasachstan zurück zum Sternenstädtchen. Doch wir konnten hier noch längst nicht ausruhen, denn die Mediziner wollten an unseren Körpern beobachten, wie sich der Organismus an irdische Umstände rückanpasst. Hier wird zum Beispiel die Schichtdicke der Haut gemessen, auf der Stirn, auf der einen Seite und auch über dem Schienbein, um jetzt die Neuverteilung des Blutes messen zu verfolgen. Juri Malenschenko war der Kommandant der Raumstation Mir in all den 30 Tagen, die ich mit ihm dort oben geflogen bin. Dieses ist der denkwürdige Moment der Rückkehr nach Moskau. Die Familien, meine Frau, meine Tochter sind natürlich erleichtert, mich wohlbehalten zurückzufinden. Überhaupt ist die Raumfahrt nicht nur ein technisches Unterfangen an der Grenze des technisch Möglichen, sondern auch eine große emotionale Herausforderung. Zwei Wochen vor dem Start in Baikonur begibt man sich in die Quarantäne. Der Körper wird noch etwas trainiert, man betreibt noch etwas Sport, um wirklich fit zu sein. Und beginnt natürlich mehr und mehr von der Aufgabe zu träumen, die nun unmittelbar bevorsteht. Man kann sich noch mal in Ruhe auf die Experimente vorbereiten und sich noch etwas entspannen, von dem Flug zur Mir-Station träumen. Und dann kommt der Tag, an dem der Start stattfindet. Man legt die Druckanzüge an, überprüft deren Dichtigkeit. Der Kommandant Juri Gizenko, Bordingenieur, und meine Wenigkeit, wir melden uns von dem Kommandanten der Raketentruppen ab und fahren mit dem Bus zur Sojus-Rakete. Dieser Koloss, 50 Meter hoch, 315 Tonnen schwer. Ich musste mich in diesem Moment an eine Sache erinnern von meiner Kindheit, wenn ich die Apollo-Flüge beobachtet habe und mich gefragt habe, wie müssen sich wohl die Menschen fühlen, die in so einen Koloss einsteigen und dann damit die Erde verlassen. Dann hat man endlich den Moment erreicht, von dem man so lange geträumt hat. Die Rakete zündet und hebt ab. Man weiß, jetzt hat die Mission begonnen. Der Flug in die Schwerelosigkeit dauert nicht mal 9 Minuten. Nach 8 Minuten 50 Sekunden trennt sich die dritte Stufe von der Kapsel und man ist in der Schwerelosigkeit. Die Crew, die bereits viele Monate an Bord der Mir-Station gearbeitet hat, erwartet einen natürlich sehnsüchtig und begrüßt einen ganz herzlich. Man selbst lernt nun sein neues Zuhause kennen, den Bereich, in dem man für mehrere Monate leben und arbeiten soll. Wir befinden uns hier in dem Basisblock der Mir-Station, gleichzeitig dem größten Raum der gesamten Station, an den
mehrere Module, sozusagen Räume, angedockt sind. Wir fliegen hier in eines der benachbarten Module und weiter in eine angedockte Sojus-Kapsel. Wir drehen uns um und legen den gleichen Weg nochmal in gegengesetzter Richtung zurück. Wir durchfliegen das Basismodul. Vor uns liegt eine Kugel, ein sphärischer Teil, an den weitere Module im 90-Grad-Winkel zueinander angedockt sind. Hier befinden wir uns in einem Bereich, der hauptsächlich zur Durchführung von materialwissenschaftlichen Experimenten dient. Wir bewegen uns weiter und kommen in ein Zwischenmodul, an das die amerikanischen Space Shuttles, wenn sie die Mir-Station besuchen, andocken. Während kein Space Shuttle sich an diesem Modul befindet, wird dieser Raum natürlich zum Verstauen von Gegenständen verwendet. Wir bewegen uns jetzt weiter in eines der nächsten Module, in dem ich die Nächte verbracht habe. Man sieht hier am Boden meinen Schlafsack. In diesem Modul wurden ebenfalls viele Experimente, Arbeiten durchgeführt. Man kann erkennen, dass jeder Quadratzentimeter an den Wänden, an den Decken für das Verstauen von Ausrüstungsgegenständen verwendet wird. Wir sehen in diesen Kameraschwenks, wie die einzelnen Module im 90-Grad-Winkel zueinander angedockt sind. Wenn man sich von dem einen Modul ins andere bewegt, dann muss man mitunter sich um 180 Grad drehen, weil plötzlich das, was in dem Modul vorher der Boden war, nun die Decke ist. Hello, welcome to my little living room in the module Spectre. I would like to show you a little bit how the different things are located here and what I'm usually doing here. You can see below me is my sleeping bag. This is the place where I usually spend the night with the RMS block above my head hovering. On this side you can see some of my personal belongings, music player, some photos of the family, my flag. Here you can see our mission stowage bag. It's not yet completely filled, but it's quite helpful to fix all the different things which are usually floating around. Here to the left, you can see the crew computer, which is fixed to one of these rubber straps and with some Velcro, so I can work on it, holding my feet, one of these handles, and type like that. It's quite convenient. Below it, you see the thermal holding facility. And here on this side, you can see the control panel for the ergometer. Now it's music time, rock and heavy metal. In der Nacht, bevor man sich zu schlafen legt, noch ein kleiner Schluck. Man schlüpft in diesen Schlafsack rein. Das geht in der Schwerelosigkeit natürlich recht einfach. Man kuschelt sich schön rein und macht den Reißverschluss zu. Ja, und so verbringt man in der Schwerelosigkeit die Nächte. Die müssen natürlich angebunden sein, diese Schlafsäcke, damit man nicht während der Nacht mitten durch die Station driftet.
Alle drei Monate wird die Station mit Nachschub versorgt. Dazu sehen wir hier in der Bildmitte, wie eine der Progress-Kapseln zur Station hin manövriert und nach kurzer Zeit andockt. So, heute gibt es zum Mittagessen als Vorspeise Hühnerfleisch mit Ei in Dose. Dann gibt es eine Suppe, Subcacho. Bisschen Brot, Weißbrot, Schwarzbrot und Asu, so eine Art Gulasch. Zubereitung wird das Ganze erstmal aufgeschnitten. Dann schneidet man hier oben dieses rote Teil ab. Saft gibt es natürlich auch noch. Das ist Pfirsich-Traubensaft. Habe ich schon aufgeschnitten. Jetzt werden wir das Ganze mal füllen. Und zwar hier an diesem Gerät wird das Kondensat wieder aufbereitet und trinkbar gemacht. Man hat hier zwei Apfelstutzen, einen für warmes, einen für kühles Wasser. Ganz kalt ist es leider nicht. Ein bisschen auf hier oben, steckt das hier auf diesen Konus drauf, öffnet das Ventil und schaltet das Ganze an. Auf diese Art und Weise wird das Wasser, das aus dem Kondensat gewonnen wurde, mit den Speisen versetzt. Und man trinkt das dann hier aus diesen Beuteln heraus. So, das sind jetzt 300 Milliliter. Hier oben ist dann noch immer Wasser drin, dann muss man das ein bisschen schütteln. Lässt es ein bisschen liegen, damit sich das schön auflöst. Hier wird warmes Wasser reingefüllt, 150 Milliliter. Öffnen wir die Dose, Vorspeise.
Während man sich für ein halbes Jahr an Bord der Mir-Station befindet, stellt man immer wieder fest, dass es viele Arbeiten gibt, die man auszuführen hat, die man vorher noch nie geübt hat. Dazu gehört natürlich auch das Haare schneiden. Eines der wichtigsten Instrumente hierbei ist neben der Schere der Staubsauger, der die Haare unbedingt auffangen muss, bevor sie sich in der Schwerelosigkeit in der Station verbreiten. Wie man sieht, ist hier das Haare schneiden Gruppenarbeit. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur infinie. Des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les a bercés le long des golfes clairs. Pour la vie. Der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit ist für den Körper im Prinzip etwas sehr Angenehmes. Es genügt ein kleiner Fingerdeut und man bewegt sich durch die Station. Der Nachteil ist, dass die Muskeln kaum beansprucht werden. Mit einem intensiven Sportprogramm muss man dem Abbau der Muskeln entgegenwirken. Dazu gibt es Laufbänder, es gibt ein Fahrradergometer, an dem man mit den Beinen natürlich arbeitet, wie auf einem Fahrrad, oder mit den Armen, um den Oberkörper zu trainieren. Es gibt Expander, mit denen man Übungen machen kann. Das ist jeweils eine Stunde vor Mittagessen und eine Stunde vorm Abendessen, jeden Tag für den Sport, für das Sportprogramm geplant.
Insbesondere das Training des Oberkörpers ist erforderlich, ist eine Voraussetzung für die Ausführung des Ausstiegs in den freien Weltraum, wo man in den Raumanzügen sehr harte körperliche Arbeit zu verrichten hat. Just run 3 kilometers in the station system, of course. And was working on the veloergometer with the hands. I think that's enough for today. Am 15. November 1995 besuchte uns Atlantis, das amerikanische Space Shuttle, die Mission STS-74. Wir sehen hier das Verbindungsteil zwischen der Mir-Station und dem Shuttle. An Bord befanden sich 5 Astronauten, 4 Amerikaner, 1 Kanadier. Wir hatten uns bereits vor dem Flug kennengelernt, miteinander trainiert und waren jetzt froh, nach 2,5 Monaten Bekannte im Erdorbit zu treffen. Es gehörte natürlich dazu, dass man das Fluggefährt des anderen genau erkundete. Wir bewegen uns hier von dem Flight Deck des Shuttles durch das Mitteldeck, durch den Verbindungstunnel. Wir treten nun in die Mir-Station ein. Auch unsere Kollegen von dem Shuttle haben natürlich dieses Labyrinth, die Mir-Station, genauestens erkundet. Auf unserem Weg von dem Shuttle in die Mir-Station treten wir nun wiederum in das Basismodul ein, das dann auch für die insgesamt 8 Personen genügend Platz bietet. Ja, man probiert natürlich auch die Sitze aus. An diesen Sitz könnte man sich schon gewöhnen. Das Flight Deck des Shuttles wirkt auf uns wie ein Wintergarten. Große Fenster ermöglichen einen wunderschönen Ausblick, einen richtigen Panoramaumblick. I'd like to see Jim Swaggart lay his hands on Tammy Baker. But I love to see them Dolly Parton's tits. Yeah, I love to see them Dolly Parton's tits. Cause they're so big and soft and round and they don't make a sound. How they look remains a mystery. With my hands shoved in my pockets, I'm just thinking about Dolly's rockets. Here I come again, my fantasy. Yeah, there I go again, my fantasy. I'm going to have to ask you to go to Hoagie more often.
Okay, you believe it. Der Besuch des amerikanischen Shuttles dauerte leider nur 3 Tage. Wir hatten sehr viel Nutzlast aus dem Shuttle in der Mir-Station zu verstauen und umgekehrt zurück in das Shuttle zu räumen. Es blieb uns nur wenig Zeit, um uns etwas auszutauschen. Und dann war der Besuch bereits vorbei und für 3,5 Monate waren wir wieder zu dritt. Morgens nach dem Aufstehen gehört es natürlich dazu, etwas Frühsport zu machen, den Kreislauf richtig auf Sprung zu bringen. Das wird natürlich auch einarmig gemacht. Und wenn der Wille stark genug ist, dann schafft man das sogar ohne Hände.
20. Oktober 1995 bereiteten wir uns auf unseren ersten Ausstieg in den freien Weltraum vor. Wir hatten die Aufgabe, 4 astrophysikalische Sensoren am Äußeren der Mir-Station zu installieren. Der Raumanzug, genannt Skafander, hat eine Masse von über 100 Kilogramm. Man fiebert dem Moment entgegen, zu dem man die Luke öffnen kann und ins Freie gehen kann. Mit 27.000 Stundenkilometern bewegt man sich um die Erde. Wenn man sich einmal mit dem Rücken zur Station drehen kann und vor sich nur die Erde sieht, ist das ein überwältigendes Gefühl. Der erste Ausstieg dauerte insgesamt 5 Stunden. Wir mussten in dieser Zeit uns von der Ausstiegsluke zu unserem Arbeitsplatz hinbewegen. Und dazu benutzten wir einen Kranarm, an dem wir unsere Ausrüstung und uns selbst befestigten. Dieses Ausstieges umrundeten wir mehr als 4-mal die Erde. Man muss peinlichst genau darauf achten, dass man sich während dieser Arbeiten gut mit der Station verbunden hat, mit Sicherungsseilen, denn würde man wegschweben und sei es nur mit 1 Millimeter pro Sekunde, es gäbe keinen Weg zurück. Nachgetaner Arbeit bewegten wir uns mit Hilfe des Krans wieder zurück zur Luftschleuse. Schwerelosigkeit bietet sich natürlich auch dazu an, solche Demonstrationen als Ergänzung zum Physikunterricht durchzuführen. Kann man sehen, wie sich Flüssigkeiten verhalten? Und wie sich ein Propeller in der Schwerelosigkeit fortbewegt.
Auch mit der Ausführung ganz alltäglicher Tätigkeiten in der Schwerelosigkeit hatten Ulf Merbold und ich zu Beginn unserer Mission so die eine oder anderen Schwierigkeiten. "179 Tage an Bord der Mir-Station sind natürlich eine lange Zeit. Aber auch die gehen mal zu Ende. Man steigt in die Kapsel ein und der Wiedereintritt in die Atmosphäre beginnt, wie hier in der Bildmitte zu erkennen. In 7 Minuten findet der Wiedereintritt statt. Dann kommt der Hauptfallschirm raus, man schwebt zur Erde und setzt doch recht unsanft auf dem Erdboden auf. Nachdem sich der Körper in einem halben Jahr hervorragend an die Schwerelosigkeit gewöhnt hat, ist es doch recht schwierig, sich nun in kurzer Zeit wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen. Es bedarf einiger Tage, bis sich das Gleichgewichtsorgan wieder stabilisiert hat, der Kreislauf. Man freut sich auf den ersten Atemzug frischer Luft und diese Luft war in der Tat frisch. Sonniger Tag in der kasachischen Steppe, minus 24 Grad. Nach der ersten medizinischen Versorgung wird man in ein Zelt gebracht, das die Rettungsmannschaften kurzerhand aufgestellt haben, legt dort seinen Druckanzug ab und zieht wieder normale Kleidung an. Um sich nach so langer Zeit wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen, benötigt der Körper schon einige Tage. Das Gleichgewichtsorgan, bis es wieder sich voll angepasst hat, etwa 5 Tage. Und bis man ein Leistungslevel erreicht, vergleichbar wie vor dem Flug, benötigt man 7 bis 8 Wochen.